Ob als unfreiwilliges Sexsymbol oder als freimütige politische Aktivistin. Linda Ronstadt hat im Laufe ihrer langen Karriere viele Wellen geschlagen. Und das nicht nur wegen ihrer Musik. Hier erfahrt ihr, wie die Ikone des 70er-Jahre-Rocks es schaffte, stets interessant zu bleiben. Dank Linda Ronstadt ist der Name Ronstadt in der ganzen Welt ein Begriff. Allerdings war er in ihrem Heimatstaat Arizona schon bekannt, bevor sie geboren wurde. Das liegt daran, dass ihr Urgroßvater, Federico José María Fred Ronstadt, sehr viel Potenzial in diesem Ort sah, als er noch ein Territorium der Vereinigten Staaten war. Laut einem Artikel von Freds Sohn Edward, der von der University of Arizona veröffentlicht wurde, kam Fred 1882 im Alter von 14 Jahren nach Tucson. Mit Anfang 20 gründete er eine Familie und das Unternehmen, aus dem schließlich die F. Ronstadt Hardware Company hervorging, die zu einer festen Größe in Tucson wurde und bis 1985 im Geschäft blieb. Neben diesem erfolgreichen Unternehmen sind die Ronstadts auch dafür bekannt, dass sie dazu beigetragen haben, Apotheken in die staubigen Ebenen von Arizona zu bringen und dass sie eine sehr musikalische Familie sind. Die Universität von Arizona führt ein Archiv, das Tucsons Ronstadt Family gewidmet ist und in der Rubrik Musik nur einige kurze Erwähnungen ihres berühmtesten Mitgliedes enthält. Gilbert Ronstadt, Manager eines Eisenwarengeschäfts und Vater von Linda, ist wahrscheinlich für viel mehr großartige Musik verantwortlich als die meisten Menschen, die diesen Beruf ausüben. Laut einem Bericht des Rolling Stone von 1975 über Linda Ronstadt war er ein Gitarrist, der über eine Zeit, in der er in Mexiko lebte, gelegentlich mit Mariachi-Bands spielte. Er war es, so Linda, der dafür sorgte, dass sie mit tollen Melodien und Harmonien aufwuchs, indem er sie mit den Beach Boys, Peggy Lee und Billie Holiday bekannt machte. I loved singing with my family. Angesichts dieser musikalischen Ausbildung ist es nicht verwunderlich, dass Linda Ronstadt als Highschool-Schülerin mit ihrem Bruder und ihrer Schwester ein musikalisches Trio gründete. Als sie mit ihnen an der Catalina High School auftrat, lernte Ronstadt Bob Kimmel kennen, einen Folkmusiker, der von ihrer Stimme ebenso beeindruckt war wie alle anderen. Die beiden schlossen Freundschaft, doch Kimmel zog kurz darauf nach Los Angeles, um seinen musikalischen Ambitionen nachzugehen. Während Ronstadt die Highschool abschloss, drängte er sie immer wieder, mit ihm eine Band zu gründen. Und nach ihrem Abschluss und einem Semester an der University of Arizona tat sie es. Ihre Band, die Stone Ponies, veröffentlichte ein paar Alben und hatte einen bescheidenen Hit, Different Drum, der 1967 auf Platz 13 der Billboard-Popcharts landete. Nach drei Platten trennte sich Linda Ronstadt von den Ponies. In ihren 2014 erschienenen Memoiren Simple Dreams, a Musical Memoir, stellte Ronstadt, während sie Anfang der 70er Jahre mit verschiedenen Begleitmusikern unterwegs war, ein paar Leute ein, die später einen beachtlichen Erfolg haben sollten. Ihr Manager, John Boylan, hatte kürzlich ein Demo von einem gewissen Don Henley erhalten, der ein paar Songs geschrieben hatte, von denen er dachte, dass Ronstadt sie gerne aufnehmen würde. Sie schrieb in ihren Memoiren, sie erwiesen sich damals nicht als gute Songs für mich. Doch hörte ich ihn Schlagzeug spielen, als ich durch den Raum im Troubadour ging. Und ich fand, dass er ein sehr guter Schlagzeuger war. Also holte sie sich Henley und einen seiner Bekannten, den sie aus der lokalen Szene kannte, den Gitarristen Glenn Frey. Die beiden verbrachten die Tournee mit Ronstadt gemeinsam und stellten schnell fest, dass die Chemie zwischen ihnen stimmte. Sie erzählten Ronstadt von ihrer Absicht, ihre eigene Band zu gründen. Und dann geschah das Wunder. Ronstadt schrieb in Simple Dreams, ich schlug vor, Bernie Leadon als Gitarristen zu holen, weil ich Bernie mochte. Und John schlug vor, Randy Meisner zu holen. Und so wurden die Eagles gegründet. Die neue Band probte in Ronstadts Haus und schon bald zeigte sich, dass sie extrem genial war. Ronstadt erinnerte sich in Simple Dreams, ich erinnere mich, dass ich eines Tages nach Hause kam und sie Witchy Woman geprobt und sämtliche Harmonien ausgearbeitet hatten. Es war fantastisch. Ich wusste, dass es ein Hit werden würde. Linda Ronstadt und die Eagles gingen getrennte Wege, nur um dann beide den Rock der 70er Jahre zu dominieren. Einem Playboy-Artikel über Ronstadt aus dem Jahr 1980 zufolge hatte sie mit ihren ersten drei Soloalben einigermaßen Erfolg und erhielt sogar eine Grammy-Nominierung für Long Long Time vom 1970er Album Silk Purse. Ihr viertes Album, Don't Cry Now, brachte Ronstadt ihre erste goldene Schallplatte ein und ihr fünftes, Heart Like a Wheel von 1974, erreichte Doppelplatin und bescherte der Sängerin ihren ersten Nummer-1-Hit, eine schwungvolle Version von Clint Ballard Jr.'s You're No Good. Ronstadt knüpfte an diesen Erfolg mit den Alben Prisoner in Disguise von 1975, Hasten Down the Wind von 1976, Simple Dreams von 1977 und Living in the USA aus dem Jahre 1978 an, die allesamt mit Platin oder besser ausgezeichnet wurden. Der Playboy erwähnte auch ihre wahnsinnige Fähigkeit, in dieser Zeit ganze Stadien zu füllen. Und 1980 wurde sie von Cashbox zur erfolgreichsten Künstlerin des gesamten Jahrzehnts gewählt. Linda was the queen. She was like what Beyoncé is now. Im aufregenden Jahrzehnt der 1970er Jahre war die sexuelle Objektivierung unter berühmten Frauen praktisch an der Tagesordnung. Und auch Linda Ronstadt blieb von diesem Phänomen nicht verschont.
In ihrem Playboy-Interview von 1980 wurde sie schonungslos auf ihren Status als Sexsymbol angesprochen. Ronstadt erzählte dem Magazin, ich habe nicht vorgehabt, ein Sexsymbol zu werden. Ich wollte eine Sängerin sein. Ich habe nie versucht, die Sexualität aus meiner Persönlichkeit oder meinem Gesang herauszuhalten. Es ist lustig, dass die Leute mich für sexy halten. Was allerdings nicht so lustig war, war Ronstadts Umgang mit dem Rolling Stone ein paar Jahre zuvor, als die legendäre Fotografin Annie Liebkowitz einen Artikel über Ronstadt mit einer Reihe von grenzwertigen Softcore-Bildern ergänzte, die die Sängerin nicht gut hieß. Ronstadt erzählte später der New Times, Annie sah das Fotoshooting als ein Exposé meiner Persönlichkeit. Da hatte sie recht. Aber ich würde so ein Bild niemandem zeigen, der mich nicht persönlich kennt. Denn nur Freunde, die anderen Seiten von mir ins Gleichgewicht bringen können. Nachdem sie in den 70er Jahren die Welt der populären Musik erobert hatte, beschloss Linda Ronstadt, ein wenig zu expandieren und sich in einige Welten zu wagen, in die sich nur wenige Popsängerinnen wagen. Zuerst am Broadway, wo sie 1981 die Hauptrolle in einer Produktion des klassischen Gilbert und Sullivan Musicals The Pirates of Penzance spielte. Die Show lief zunächst am Off-Broadway, bevor sie an den Great White Way wechselte, wo sie nach allgemeiner Meinung der Kritiker im Dienste einer etwas unzureichenden Produktion eine Glanzleistung erbrachte. 1984 nahm Ronstadt La Bohème in Angriff, die Puccini-Oper, von der sie laut Newsweek schon seit Jahren geträumt hatte. Leider lief es nicht ganz so gut und die New York Times war besonders böse, wenngleich merkwürdig nachsichtig. Ihr Kritiker schrieb, Miss Ronstadt wirkt zaghaft und wackelig und die Panik legt sich danach nur selten. Man kann auf einen Blick erkennen, dass Miss Ronstadt selbst weiß, dass sie bei Puccini nicht zu Hause ist. Und man kann den Mut nur bewundern, der es ihr erlaubt, trotzdem weiterzumachen, der Vernunft zum Trotz. In den frühen 80er Jahren trug einer der angesagtesten Veranstaltungsorte der Welt einen passenden Namen. Sun City Resort and Casino, wo einige der weltweit populärsten Musik-Acts ihr Handwerk vor einer begeisterten Menge ausübten. Leider befand sich der Ort mitten in Südafrika, das zu jener Zeit aufgrund seiner Politik der erzwungenen Rassentrennung, die gemeinhin als Apartheid bekannt ist, international fast schon ein Paria war. Aus diesem Grund weigerten sich viele der populärsten Künstler der Welt dort aufzutreten. Jedoch nicht Linda Ronstadt. Nach Angaben von Africa is a Country trat Ronstadt dort 1983 entgegen dem inoffiziellen Boykott der Musikindustrie auf und schloss sich damit Megastars wie Barry Manilow, Rod Stewart und einem ihrer Vorbilder, Dolly Parton, an. Ronstadt erntete verständlicherweise heftige Reaktionen, die sie mit einer verblüffenden und doch völlig vernünftigen Erwiderung konterte. In einem Gespräch mit dem Journalisten Don Lane in seiner Fernsehsendung sagte sie, wenn man mit der Politik der Regierung nicht einverstanden ist, und ich bin mit der Politik der südafrikanischen Regierung definitiv nicht einverstanden, ist das kein ausreichender Grund, um dort nicht zu spielen. Wenn ich mich entschließen würde, nicht dort zu spielen, wo rassistische Haltungen vorherrschen, könnte ich sicherlich nicht in Australien oder England oder an vielen Orten in den Vereinigten Staaten spielen. As far as I was concerned, it was just a gig. Im Jahr 1985 sorgte der Protestsong Sun City des E Street Band-Gitarristen Stephen Van Zandt für weitere Aufmerksamkeit zu diesem Thema. In späteren Jahren ließ Linda Ronstadt ihren Worten auch Taten folgen, wenn es um ihre Politik ging. Als sie 2004 im Aladdin in Las Vegas auftrat, widmete sie ihre Coverversion von Desperado von den Eagles dem Filmemacher Michael Moore, dessen aufführerischer Dokumentarfilm Fahrenheit 9/11 kurz zuvor die begehrte Goldene Palme bei den Filmfestspielen in Cannes gewonnen hatte. Daraufhin ergriff der Leiter des Aladdin, Bill Timmons, die lächerliche Maßnahme, Ronstadt aus dem Hotel zu werfen und ihr zu verbieten, dort noch einmal aufzutreten. Man könnte auf die Idee kommen, dass Ronstadt kein Fan von Präsident George W. Bush war. Und damit hätte man recht. Im Jahr 2006 bezog sie sich auf den berüchtigten Ausruf der Dixie Chicks gegen Bush, indem sie die Band scharf verteidigte und den damaligen Präsidenten scharf verurteilte. Ronstadt sagte laut Contact Music, die Dixie Chicks sagten, es sei ihnen peinlich, dass er aus Texas kommt. Mir ist es peinlich, dass George Bush aus den Vereinigten Staaten kommt. Er ist ein Idiot. Er ist enorm inkompetent, sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene. Ronstadt unterstützte auch nachdrücklich die schwule Gemeinschaft. In einem Gespräch mit Gaynet im Jahr 2009 sagte sie, eine der stärksten Communities, die wir in diesem Lande kennen, ist die schwule Community, weil sie sich zusammenschließen mussten, um mental zu überleben. Ich bin mir nicht so sicher, ob dieses Land das versteht oder schätzt. Linda Ronstadt war lange Zeit mit einigen anderen absoluten Musikgrößen befreundet. Emmylou Harris und Dolly Parton. Laut The Boot waren die drei seit langem befreundet und 1987 taten sie sich zusammen, um ein lang erwartetes gemeinsames Album zu veröffentlichen, das den treffenden Titel Trio trug. Das Projekt wurde jahrelang vorbereitet, wobei die vollen Terminkalender aller drei die Verwirklichung verzögerten. Doch als es dann endlich soweit war, hat es nicht enttäuscht. Es schoss auf Platz 1 der Billboard Country Album Charts, wurde mit einem Grammy Award ausgezeichnet und brachte mit dem von Phil Spector geschriebenen To Know Him is to Love Him eine Nummer 1 Country Single hervor.
Die drei Freunde fanden sich wieder zusammen, um den Nachfolger Trio 2 aufzunehmen, welcher 1999 veröffentlicht wurde. Laut Sounds Like Nashville hatte Linda Ronstadt um das Jahr 2000 herum Probleme mit ihrer einst so kraftvollen Stimme. Ab 2009 konnte sie diese Probleme bei Live-Auftritten nicht mehr überspielen. Und 2013 berichtete USA Today, dass bei der Sängerin Parkinson diagnostiziert wurde. In einem Interview mit AARP verriet Ronstadt: Ich glaube, ich habe es schon seit 7 oder 8 Jahren, angesichts der Symptome, die ich gehabt habe. Mit Parkinson kann man nicht singen, egal wie sehr man es versucht. Einige Jahre später erhielt sie jedoch eine neue Diagnose. Nicht Parkinson, sondern eine seltene Gehirnstörung namens supranukleäre Lähmung. In einem Interview mit CNN aus dem Jahr 2020 beschrieb Ronstadt ihren Kampf mit dieser Krankheit. Ich konnte das obere Ende meiner Stimme nicht hören. Ich konnte den Teil meiner Stimme nicht mehr hören, mit dem ich mich einstimmte. Meine Kehle war wie zugeschnürt. Es war, als hätte ich einen Krampf oder so etwas. Meine gesamte Karriere verblasste buchstäblich vor meinen Augen. I've watched people die, so I'm not as afraid of dying. I'm afraid of suffering. Leider ist sie einfach nicht mehr in der Lage, diese verblüffenden Klänge zu erzeugen, die in ihrer Blütezeit Millionen von Platten verkauften und Zehntausende zu ihren Auftritten lockten. Aber es ist nicht so, dass ihr Vermächtnis nicht gesichert wäre. Im Jahr 2004 wurde sie in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Und für ihre Millionen von Fans wird sie immer eine der größten Sängerinnen aller Zeiten sein, egal in welchem Genre.